Okay, Leute, es geht im Renaissance-Modus weiter. Yep. Der Renaissance-Modus, sehen wir uns mal den an. Geht und nehmt euch Grimoires an und seid nicht schweren Herzens. Betraut nicht jene, deren Schicksal sich erfüllt hat. Jade-Passage? Was ist das für ein Ort? Okay. Ich höre etwas. Ist da jemand? Okay, woher? Ey, ist das nicht Scott? Gordon? Okay. Ey, das ist Scott. Komm her, bei der Ehre des Hauses Kashyyyk. Niemals werde ich von den Todgeweihten des Imperiums fliehen. Obacht, hinter euch! Okay. Okay, MP hat er genügend, das ist gut. So. Okay, Stufe 4. Aber ich will echt wissen, wie ich ihn trainieren. Ach, okay, das ist gut. Von Schaden her machen sie echt wenig. Vielleicht sterben die auch jetzt, das ist auch gut dann. Okay, mindestens einer dann. Gut, gut. Und Angriff, Angriff. Ich mache jetzt mal einen normalen Angriff. Fallstufe 3. Och. Angriff, Angriff. Ich glaube, ich hätte ihnen eine bessere Waffe geben sollen, oder? Oder die haben einfach eine hohe Verteidigung, kann das auch sein. Toxikum und du machst Feuer. Sehen wir mal. Ich glaube, ich muss da richtig viel leveln. Toxikum, Stufe 6. Okay, das dauert irgendwie etwas zu lange für mich. Okay, der ist tot. Stirbst du auch, bitte? Ja, der ist auch tot, endlich. Okay. Wie heißt der Fragezeichen-Typ denn? Scott. Minyu? Minyu, der Weißmagier aus Finn? Ich bin es, Scott, aus Kashyyyk. Prinz Scott? Man sagt mir, dass ihr in der Schlacht um Finn gefallen seid. In der Tat. Ich übergab meinen Ring einer Gruppe junger Rebellen. Das heißt, dieser Ort ist... Soll das heißen, dass auch... Dass du auch gestorben bist, Minyu? Etwa auch Hilda und Gordon? Seid unbesorgt. Sowohl Prinzessin Hilda als auch Prinz Gordon waren zum Zeitpunkt meines Ablebens wohlauf. Also ist es wahr. Du musstest dein Leben lassen. Ja, unser Samtreffen bestätigt mir meinen Tod. Die Soldaten des Imperators? Nein, Prinz Gott. Ich tauschte mein Leben gegen den ultimativen Zauber. Ultima? So mächtig ist der Imperator geworden, dass sogar das Bannsiegel gebrochen werden musste? Nein, eigentlich brauchte das gar nicht so. Doch ich bin überzeugt, dass mein Tod nicht umsonst war. Die jungen Rebellen, denen ihr euren Ring anvertraut habt, sind im Besitz des Ultimas. Die drei jungen Rebellen? Feri und Maria Guy. Sie sind die treibende Kraft der Rebellen gewesen. Erstaunlich, dennoch frage ich mich, wo wir sind. Vermutlich in der Welt nach dem Tod. Der düsteren Umgebung nach zu urteilen, dürften wir in der Unterwelt sein. Nun, auch ich tötete viele im Kampf gegen den Imperator. Wenn dies die Unter... Aber ja, Jade! Du meinst die Passage, die in der Unterwelt führt? Vielleicht. Wir sollten das überprüfen. Scott ist hinzugestoßen. Warte, ist er ausgerüstet? Ja, ist klar, Digga. Ist klar. Okay.
Die Zufallskämpfe werden rausgeschnitten. Okay, neue Monster, Seelenfresser. Was zur Hölle? Willst du mich verarschen mit den Schaden? Ey, wie soll ich da gewinnen? Gigaswurm, okay. Okay, ich habe eine kleine Chance gegen ihn. Nur eine kleine Chance. Ich brauche Richard mit seinem Blutschwert, dann ist alles geregelt. Okay. Todesrihorn. Rino meine ich. Vita. Feuer. Ich hoffe, das hilft. Ah, das hilft. Okay. Ich muss mich kurz schnell heilen. Scheiße, Mann. Heilen. Geht doch. Habe ich nicht. Ach, Blitz habe ich hier. Und Feuer. Oh, leck mich doch, Mann. Ey, warum greift der mich die ganze Zeit an? Vita, du machst Feuer. Bitte stirb, bitte stirb, bitte stirbt. Ja. Boah, ich dachte für einen Moment, ich stirb jetzt einfach mal. Da geht's weiter. Seeungeheuer, Tsunami. Okay, wenn es Seemonster sind, dann weiß ich, was ich für ein... Oh! Blitz. Tsunami, Stufe 8. Ein Part voller Kämpfe, die ich bisher nicht rausschneiden muss. Okay, tot. Gut. Oh nein. Nein. Dich werde ich eiskalt töten. Dich braucht niemand auf der Welt. Niemand. Wirklich niemand braucht dich auf dieser Welt. Okay, ich habe mich selbst geheilt. Okay, die hat nicht so viel Leben. Boah, ich dachte für einen Moment... Die ficken mich jetzt. Also die Schlampe da. Oh Mann, ich habe schon Angst bekommen. Komm, stirb. Ja, tot. Jungfernkuss. Okay, ich bin raus. Ich bin in diesen Kampf gestorben, ich musste das dann nochmal alles von vorne machen und habe dann hier die Aufnahme wieder gestartet. In der Truhe war ein Äther drin. Okay, speichern. Oh. Beam und Feuer. Die sehen alle aus, ob sie auf Eis effektiv wären. Oh, leck mich doch mit deinem Schaden. Beam Stufe 6. Ich hoffe, das klappt. Ich glaube, ich hätte Beam ein bisschen mehr stufen müssen. Okay. Gut, dass du einen guten Schaden machst. Das freut mich auch.
Okay, das haben wir. Haben wir erledigt. Warte, ist das nicht Josef? Okay, ich find's klasse, dass wir tot sind. So können wir zu Ende bringen, was uns vorher nicht vergönnt war, Josef. Borgen, mir soll es recht sein, altes Drecksgesicht. Bringen wir es zu Ende, ein für alle Mal. Du wirst hier sterben und wieder auferstehen. Tausende Tode sollst du sterben. Was? Ich habe gefunden, was ich suchte. Die Unsterblichkeit. Sieh dich vor, er ist untot. Borgen, du elender Verräter. Okay, wenn er untot ist, dann hilft nur eins. So. Er ist untot, also muss das effektiv bei ihm sein. Oh, putzig. Wieso hat er gerade so wenig Schaden bei ihm gemacht? Das ist doch mal Schaden. Ach, ich greife mal an und du machst Feuer und du verbrennst ihn auch mal ein bisschen. Was, wieso hat Josef so wenig... Achso, ich habe ja nicht mit ihm so viel trainiert. Okay. Jetzt muss er aber tot sein. Gut so. Yep. Und Borgen ist gestorben. Menu, du hier? Und ich dachte mir schon, dass... Ich dachte mir schon, dich hier ebenfalls so anzutreffen. Prinz von Kashion, ich dachte, ihr seid tot. Bin ich. Und du ebenso. Ja, Borgen hat uns in eine Falle gelockt. Es ist eine Schande, aber mehr als den jungen Rebellen zur Flucht verhelfen konnte ich nicht. Auch du bist mit ihnen gereist? Ja, das bin ich und ich bereue es nicht. Sie sind wacker und stark. Aber was machen wir hier? Warum sind wir nicht tot? Dies ist vermutlich die Passage in die Unterwelt. Die Jade-Passage? Den Weg, den die Monster gingen, um an die Oberfläche zu gelangen? Warum sind wir hier? Vielleicht hält das Schicksal noch eine Aufgabe für uns bereit. Eine Aufgabe? Na, dann wollen wir dem Schicksal nicht trotzen. Josef ist hinzugestoßen. Yay! Alle sind glücklich. Hey! Diebeshandschuhe. Ja, kannst du gebrauchen. Die Tür gehe ich nicht rein. Schattenritter. Ach, leck mich doch mal mit dem Schaden, die du mal... Fallstufe 3. Lass mich angreifen mal. Komm, ich zeig dir, was Schaden ist. Lass mich angreifen. Habe ich gerade richtig gesehen? Hat er nicht getroffen? Ach ja, ich habe ihm ja extra Waffen gegeben, damit... Ah, okay, okay, okay. Okay, ich weiß jetzt wieder Bescheid. Oh. Er ist auch tot und Angriff, Angriff, Angriff. Okay. Josef ist fast tot. Och, 6 Schaden, putzig. Giftball habe ich bekommen. Höllenfeuer. Ablegen und ablegen. Wieso hat der... Ich verstehe es nicht. Ein mit Gift präpariertes Beil. Giftbeil. Du nimmst das. Das. Antikschwert und das Mithril-Schwert. Damit ihr wenigstens irgendwie Schaden macht. Zum Glück habe ich 999 MP. Antikschwert rüsten wir ihn aus.
So, 60 Schaden geht doch. Egal, ich habe genügend MP. Das ist mir so egal, wie viel Schaden die alle bekommen. Ist ja gut, dass ich gelevelt habe. Warte. Ach, warte, das war genügend schon. Wir sind im nächsten Part. Tschüss. Okay, der Part ist noch nicht vorbei. Es geht noch weiter. Ich habe heute gelesen, wir sind gleich in einer Stadt, deswegen mache ich noch bis zur Stadt. Und guck mir die Stadt noch an und danach beende ich den Part auch. Da ist nichts. Ach, nicht diese Monster. Nicht diese Monster. Nicht du, du Hurensohn. Dieses verfickte Monster hat mich aufscreen getötet. Ich weiß nicht wie, aber es hat mich einfach getötet. Ich habe so einen Hass. Das hat mich einfach getötet. Obwohl er stand, keinen Schaden bekommen. Silberharnisch, speichern. Kannst du ein Silberharnisch gebrauchen? Nein, du nicht. Ah, du hast schon eins. Wartet. Hier ist wieder ein Laden, wo man kaufen kann, aber... Ey, ich könnte mir das leisten. Ich habe genügend Geld. Vielleicht... Habe ich nicht genügend? Ich habe doch genügend. Verdammt! Ich glaube, ich hätte das Geld sparen sollen. Flair auf ihn hier. Lern du hier mal Flair. Gigaparasit. Die saugen unsere MP weg. Und das ist nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Lässt du mich auch irgendwie mal in Frieden? Okay. Nachdem ich die Stadt erreicht habe, gehe ich sowieso mit den ganzen Charakteren zurück, weil ich muss trainieren. Bevor ich den letzten Part für dieses Let's Play mache, muss ich trainieren. Sehr viel trainieren. Und es gibt die... Und ich muss die Ultima-Waffen holen für alle. Das ist mir wichtig. Im Moment. Aber dafür muss ich erstmal so weit kommen. Okay. Speichern. Verdammte Scheiße nochmal. Du brauchst das ganze Äther. High Potion. Okay, Big Foods waren das nur. Okay. Aber da kam ich doch. Ich hasse diese Laboya, Galoya, nein, Lassia, Galassa oder wie die heißen, diese Missgeburt. Er tötet immer meine Charaktere. So, haben wir dann auch Speichern nochmal. Hier muss ich öfter speichern, sonst kratze ich ab. Okay, MP von Scott ist gestiegen. Ey, das sieht aus wie bei der Jade-Passage, aber richtig. Okay. Der gehört mir. Hey! Ein Drachenritter. Hartnäckig wie eh und je, aber Rachegelüste sind ein schlechtes Laster. Feindlicher Erstangriff. Ich habe eine Idee, ich will mal das Blutschwert testen. Ob das mir jetzt irgendwas bringt. Oder ist jetzt davor schon tot. Ja, das Blutschwert hat geholfen. Du bist der Weißmagier, der das Siegel aufgehoben hat?
Auch du musst es dein Leben lassen? Was ist mit dem Ultima? Was ist mit Firion und den anderen? Sie waren wohlauf, sie kehrten mit den ultimativen Zauber zurück, doch im Kampf gegen den Dunkelritter schien der alte Imperator aus der Unterwelt. Seine unglaubliche Macht muss er hier gefunden haben. Da sind Firion und die anderen auch. Sie flohen mit dem Drachen, ich konnte lediglich etwas Zeit schinden. Wie ich. Und wer bist du? Ich bin Josef, auch ich reiste einst mit den jungen Rebellen durch die Welt. Ich bin Prinz Scott aus Kashion, ich vermachte ihnen meinen Ring. Nun, wir alle verloren unsere Leben, als wir mit ihnen die Welt bereisten. Richtige Unglücksbringer, diese drei. Es ist also kein Zufall, dass wir uns hier begegnen. Die Macht der Unterwelt, die der Imperator erlangte. Wir in Jade, der Passage zur Unterwelt. Das Schicksal nimmt seinen Lauf. Doch dieses Mal kann ich seinen Ausgang nicht vorhersehen. Richard ist hinzugestoßen! Hey! Alle sind glücklich! Hey! Rüsten. Nix Blut. Die Blutlinge bleibt hundertprozentig bei mir. Okay, habe ich auch. Yep. Okay, ich habe noch kurz nachgeguckt. Räume, ich habe gelernt. Diese Räume öffne ich nie wieder. Gucken jetzt die Gegner, aber richtig. Ey, das sieht aus wie die Jadepassage, nur rückwärts. Und raus mit uns. Wir sind im Dorf, endlich. Ich stehe hier Wache. Die Stadt ist zwar relativ sicher, aber ich traue dem Frieden nicht. Okay. Ich hoffe, Prinzessin Hilda ist wohlauf. Ich mache mir solche Sorgen. Sie war ja so zerbrechlich, aber von hier aus kann ich ihre Majestät nicht helfen. Richtig. Und? Wir sind doch tot. Warum sind wir hier an diesem Ort? So merkwürdige Monster sind mir noch nie begegnet. Die Gegend muss verhext sein. Klasse, dass ich auch nach unserem Tod noch der Gehilfe vom Chef sein darf. Traumjob, sag ich mal. Auch du? Mann, was war ich platt zu erfahren, dass es echt ein Leben nach dem Tod gibt. Alle hier mussten auf die eine oder andere Art im Kampf gegen das Imperium ihr Leben lassen. Für mein Luftschiff gab ich mein Dasein als Paladin auf und wurde unehrenhaft. Die Unterwelt wäre nur die gerechte Strafe gewesen. Ich glaube aber nicht, dass wir hier in der Jadepassage sind. Was lässt dich zu diesem Schluss kommen? Wenn das der Eingang in die Unterwelt ist, was machen dann unschuldige Frauen und Kinder hier? Als ich hier ankam, sah es wirklich wie die Unterwelt aus. Unschuldige Kinder, Frauen und Alte wurden von Monstern gefressen. Bis wir diesen geschützten Ort fanden und sowas wie eine Stadt aufbauen konnten, sind die meisten von uns verreckt oder gefressen worden. Verstehe. Aber jetzt, wo ich euch vor mir stehen sehe, kann ich wieder Hoffnung schöpfen, auch wenn es komisch klingt. Das tote Hoffnung schöpfen. Ich werde die Stadt verteidigen, so gut es geht, und euch dabei unterstützen. Deswegen tut mir den Gefallen und findet heraus, wo wir hier sind. Verdammt! Vor allem, warum? Okay. Mir egal, ob wir in der Unterwelt sind, im Himmel oder sonst wo sind, das ist unsere Stadt. Die lassen wir uns nicht von uns nehmen. Okay. Und du? Ich trinke den ganzen Tag Glück. Hast ja nichts anderes zu tun, du bist tot. Okay. Also die Menschen haben hier eine Stadt für sich gebaut. Gibt's ja auch eine Kirche, aber da geht's weiter. Okay, was für Zauber. Okay. Das meiste davon hab ich schon, also ist mir das egal. Was bist du für ein Junge? Sag mal, wo ist eigentlich mein Vater? Er lebt noch? Hier, ich dachte, ach so, der ist auch gestorben. Hier in meiner neuen Schmiede habe ich ein ganz besonderes Exemplar. Nehmt es, wenn ihr wollt. Okay. Kraftstab. Flammenspeer. Okay. Finnschneide. So.
Kein Bogen, kein Bogen. Sehen wir uns das mal an. Kraftstab. Glaube ich, hole mir noch einen Kraftstab. Das hat mir geholfen. Also das hilft mir auch. Rüsten. So. Was willst du haben? Windschneide und dann nochmal Windschneide. So. Das ist gut bei dir. Und... okay, ich lasse es einfach mal so. Ah, die Dinge kann ich jetzt auch verkaufen, oder? Ja, verkaufen. Mithril-Schwert. Langschwert. Mithril-Schild. Giftball habe ich sowieso genügend. So. So. Und... okay, das behalte ich noch. Jetzt gehe ich mir eine neue Ausrüstung kaufen. Ausrüstung, Ausrüstung. Wo ist Ausrüstung? Hallo, Ausrüstung? Hä, wo ist denn Ausrüstungsladen? So, da bist du. Kaufen... ey, wollt ihr mich verarschen mit der Ausrüstung, die ihr hier verkauft? Alles erbärmlich. Ah, Riesenhelm. Ritterrüstung. Riesenhandschuh 2. Okay, genügend Geld hatte ich. Gut, gut. Gut, habe ich gelevelt. Rüsten wir das mal aus. Riesenhelm, Ritterrüstung und... Riesenhandschuh. Riesenhelm, Ritterrüstung und Riesenhandschuh. Riesenhelm, Ritterrüstung und... ja, komm, so. Okay, die haben alles Gute. Okay, das war's dann für heute mit dem Part und wir sehen uns das nächste Mal, wenn ich gelevelt habe. Tschüss!